Servus Freunde und willkommen zum neuen Video. Heute habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Unboxing zum Leowinz LV10. Das wurde jetzt schon öfter mal nachgefragt, ob ich das zu nachträglich machen kann, weil ich habe den Auspuff ja schon eine Weile und schon ein paar Videos gemacht. Hatte ich zu Beginn irgendwie nicht so dran gedacht. Die Idee kam ja erst mit dem S1 GP. Und genau, das steht jetzt so auf dem Plan. Zuerst aber hören wir uns noch mal kurz den Originalsound an. Ja, nicht, ist jetzt nicht scheiße, aber geht natürlich deutlich besser, wie man dann am Ende sehen wird, beziehungsweise hören wird. Und schön ist die Kiste ja auch nicht gerade. Deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal hier drum, was da in der Schachtel drin ist. So kommt es bei euch an. Also die Verpackung ist eigentlich ziemlich edel aufgemacht, finde ich. Hier mit Schaumstoff schön geschützt. Hier liegt dann auch schon der Endschalldämpfer an sich. Also ist optisch echt ein sehr geiles Teil, finde ich. Vor allem ist halt einfach nur ein Rohr. So sieht der gute aus. Hier sieht man dann auch die E-Nummer. So, nochmal ein bisschen Schaumstoff, noch mehr Schaumstoff. Und hier unten ist dann das Verbindungsrohr drin. Das wird dann an den Endschalldämpfer gesteckt und hier ist die Aufnahme für die Feder, die das Rohr mit dem Endschalldämpfer festhält und verbindet. Dann haben wir hier so eine kleine Zughilfe. Und zwar brauchen wir die, um die Feder, die ich eben angesprochen habe, die den Endschalldämpfer mit dem Rohr verbindet, leichter drauf zu hängen. Dann haben wir hier die Zulassungszertifikate. Hier stehen dann die genauen Modellbezeichnungen drin, für die der Auspuff zugelassen ist. Darauf müsst ihr immer achten. Also selbst wenn ein Auspuff an die Z900 passen würde, es gibt ja unterschiedliche Versionen von der Z900, selbst wenn der passen würde, euer Modell aber hier nicht aufgelistet ist, dann dürftet ihr den nicht legal auf der Straße fahren. Hier steht jetzt drauf ZR900 DA2, dann ZR900B, dann die H und die HA2. Das heißt, dieser Leowinz, der darf auf der alten, sowohl auf der neuen Z900 70 kW Version für die A2-Führerschein gefahren werden und für die Z900 2017 bis 2019 125 PS Variante. Für die ist der zugelassen. Dann hier nochmal ein paar Leowinz Aufkleber und nochmal die E-Nummer als Aufkleber. Hier sind dann noch sonstige Papiere, die jetzt eigentlich nicht so wichtig sind. Hier steht es auch nochmal drauf, 35 und 70 kW Variante, ZR900B und ZR900D. Und noch ein paar mehr auf Leowinz Aufkleber. Und dann hier die ganzen Sachen zum Festmachen. Hier ist dann die Schelle zum Festziehen unten am Auslass vom Sammler. Und die Schrauben zum Festmachen an den Sozius Fußrasten. So. Also der Originalauspuff ist eigentlich sehr schnell entfernt. Hier ist jetzt normalerweise noch so eine silberne Blende drauf. Die habe ich jetzt nicht mehr drauf, weil da habe ich die Abdeckung, die Schrauben, die Abdeckung festhalten, nicht mehr.
Ihr müsst im Prinzip eigentlich nur die hier unten, die Schelle lösen und diese Schraube hier und das war's dann auch schon. So, und das war's auch schon. Jetzt wird hier das Rohr so reingeschoben. Es ist sehr, sehr passgenau. Soll nicht wundern, wenn es ein bisschen schwerer geht. Dass die hier sich so gegenüberstehen. Genau. Und jetzt kommt dieses Ding hier zum Einsatz mit der Feder. Die Feder wird hier dann hier eingehängt und muss jetzt hier drauf gezogen werden. Also von Hand ist das eigentlich nicht möglich. Die haben ziemlich einen Zug drauf, die müssen den ja auch festhalten. Dann hängt man das hier so ein und zieht es drüber. Und das ist jetzt auch bombenfest, also das wird garantiert sich nicht lösen. So, dann kommt hier unten die Schelle, die kommt hier über das Rohr. Am besten achte ich immer drauf, dass die Imbusschraube nach unten zeigt. Das ist dann leichter zum Festschrauben. Mal. Jetzt habt ihr hier noch dieses Verbindungsstück, weil der Weg hier, der ist noch zu kurz, um den Endschalldämpfer an der Fußraste zu befestigen. Und hier ist jetzt ein großes Loch und ein kleines Loch. Das große muss auf die rechte Seite, das kleine auf die linke Seite. Und durch das kleine Loch muss jetzt die kleine Mutter mit der kleinen Schraube und die wird dann hier mit der Kontermutter hinten gehalten. Kann man auch schon vorher machen, das ist dann ein bisschen entspannter. So, es muss aber jetzt nicht ganz fest sein. Und hier kommt dann die große Mutter oder Aufnahme, wie auch immer, mit der großen Schraube durch. Und hinten dran wieder die dickere Kontermutter. So viel dazu. Jetzt muss nur noch. Auf geht's, scharf stellen. Ja. Hier unten die Schelle festgezogen werden. Hier einfach mit dem Imbus rein. Wenn man den passenden nimmt. So, nach dem Festziehen passt dann soweit alles. Das hier ist ein echt fetter Imbus. Also. Schaut auf jeden Fall, dass ihr das passende Werkzeug dafür da habt, weil sonst könnt ihr die Installation vergessen. Ich hatte so ein Ding nicht da, deswegen musste ich mir erstmal einen Imbussatz auf Amazon bestellen, aber ja, dann verzögert sich es halt um 2-3 Tage. Jetzt fehlt auch nur noch die Carbonblende. Die ist nicht dabei beim Kauf. Die kann man bei Leo Vince für 109 Euro extra dazu kaufen. Sieht dann anders aus mit so einem Leo Vince Logo hier. Ich finde die aber optisch geiler, weil die alles komplett abdeckt. Bis zum Endschalldämpferrohr und die kostet 39 Euro auf Amazon und das ist exakt dieselbe, die SC Project mitliefert. Kann ich ja auch mal kurz zeigen. Das ist jetzt die Originale von SC Project, vom S1 GP. Ja. Exakt gleich.
Und die kommt jetzt an diese Befestigung und hier, also genau da, wo die Originalblende vorher saß. So, und jetzt noch festziehen. Und dann war es das auch mit der Installation. Also das geht eigentlich ziemlich schnell. Wenn die Carbonblende schon dran ist und man wechselt nur den Enddämpfer, ist das, glaube ich, eine Sache von 2 Minuten ungefähr. Wenn man das öfter macht, auch in 1 Minute. Ist eigentlich ziemlich praktisch, diese Vielseitigkeit, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte vielleicht 2 Enddämpfer fahren, weil man sich nicht entscheiden kann, wenn man so bekloppt ist, wie ist. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns das Ganze mal an. Sonst beschweren sich die Nachbarn. Ja, das war es im Prinzip. Relativ simpel, Plug and Play. Und ja, das war es auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte dem einen oder anderen helfen. Und ja, ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.